Heute geht's um Schweinebauch und zwar um richtig knusprigen Schweinebauch. Immer wenn ich mir Videos oder Bilder von Schweinebauch oder dem besonders knusprigen Schweinebauch anschaue, dann ist es oft so, dass ich mir die schwarze Kruste dann anschaue und mir denke, oh, da geht eigentlich noch einiges mehr. Ich zeige euch heute meine Version vom Schweinebauch und am Ende verrate ich euch den Trick zur ultimativ knusprigen Kruste. Ich bin jedes Jahr auf mehreren Kulinarikveranstaltungen unterwegs und im Regelfall ist es so, dass ich ein Gericht über das ganze Jahr koche. Das ist dann so mein Signature-Gericht für die Grill-Events, auf denen wir unterwegs sind. Wir waren jetzt schon bei der Fire and Food Barbecue Week, wir werden noch auf dem Food Rock Festival sein, beim Lucky Maurer, beim Boss Hoss bin ich mit dabei, bei den Otto Gourmet Masterclass Partys und da serviere ich immer ein Gericht und ich will euch heute mein Signature-Gericht zeigen von 2023 und zwar ist das ein Schweinebauch. Und zwar mit Schwarte in zwei verschiedenen Variationen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier einen Schweinebauch. Das ist kein klassischer Schweinebauch, ist aber auch kein Iberico oder Mangalitza, also nicht super, super fettes. Kommt trotzdem aus Spanien. Hier in dem Fall ist es ein Schwein, was viele Kastanien gefressen hat, was einen besonderen Geschmack bewirken soll. Das ist ein Hybridschwein, was darauf gezüchtet wurde, möglichst saftiges und leckeres Fett zu haben, was auch weich ist, aber trotzdem ein ganz vernünftiges Fleisch-Fett-Verhältnis zu haben. Manchmal hat man so tolle Schweinebäuche von besonderen Rassen, aber man hat eigentlich nur noch eine Lado mit so einer ganz dünnen Fleischschicht drin und hier haben wir wirklich ein schönes und ein ausgeglichenes Verhältnis. Wir holen auf jeden Fall die Knorpel da raus. Ich weiß, dass es Leute gibt, die die Knorpel gerne essen, aber für mich ist das einfach was, was ich nicht an meinem Schweinebauch haben möchte. Und dementsprechend schneiden wir jetzt erst einmal hier vorne so ein bisschen hinein und holen uns da die Knorpelleiste raus. Das hier ist die Knorpelleiste und wie gesagt, klar kann man mitessen, aber ich kau nicht gern auf Knorpel rum, deshalb raus damit. Jetzt gibt's noch so ein paar Stückchen, die so locker dran herumflattern. Auch die schneide ich ab, die kann ich später für ein anderes Gericht verwenden. Und jetzt nehmen wir den Schweinebauch ohne Knorpelleiste und halbieren ihn einmal der Länge nach. Hier sieht man schön, dass wir wirklich ein ausgewogenes Verhältnis von Fett und Fleisch haben. Das ist jetzt nicht übertrieben viel, das ist schon ein bisschen fett, aber das passt. Hier, wo die Rippenstücke drin saßen, im Prinzip saßen da ja die St. Louis Spare Ribs, da ist auf dem Fleisch noch so ein bisschen Silberhaut. Auch das schneide ich irgendwie ganz fein und vorsichtig runter. Ja, wir sind schon auf Veranstaltungen unterwegs, wo auch wirklich hochdekorierte Sterneköche mit dabei sind. Und da will ich natürlich, dass jedes Stückchen so gut rüberkommt, wie es nur irgendwie geht. Also nehmen wir so ein bisschen die Silberhaut darunter. Bei Spare Ribs machen wir das auch, sonst wird es an der Stelle oft so ein bisschen ja, zu fest. Ja. Wir machen den schon richtig weich, keine Sorge. Aber besser ist es, dass wir die Silberhaut unten drunter haben. So. Wir verwenden nur eines von diesen Stückchen und werden nur das rubben und würzen. Hier vorne habe ich noch ein ganz bisschen gesehen, haben wir noch ein bisschen Knorpel vergessen. Und bei dem anderen, da nehmen wir jetzt die Haut runter. Wir nehmen die Haut runter, weil wir aus dem Rest ein Schichtfleisch machen werden. Das werdet ihr in einem anderen Video sehen. Aber ich habe mit der Haut auch noch was Besonderes vor. Da komme ich gleich nochmal zu. Wir gehen also mit dem Messer ganz vorsichtig drauf und schälen einmal die Haut vom Schweinebauch runter. Wir haben jetzt die Schwarte runtergezogen. Natürlich hängt auch an der Schwarte immer noch ein bisschen Fett dran. Wenn wir von der Schwarte sprechen, meinen wir wirklich nur die obere dünne Schicht. Ja? Natürlich ist das eine Kombination, es ist auch schwer abzukriegen, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Wenn wir von Schwarte sprechen, dann geht es wirklich nur um die oberen, nennen wir es mal 2 mm, die da drauf sitzen, um die wirkliche Haut vom Schwein. Hier ist jetzt nur noch Fett mit drauf, das geht auf die Seite, das nehmen wir fürs Schichtfleisch her. Und jetzt sind wir auch schon bei der Haut, bei der Schwarte angekommen. Hier ist die Schwarte noch drauf. Und wir haben ja am Anfang gesagt, es geht darum, die Schwarte möglichst knusprig zu machen. Wenn man das machen möchte, ist es wichtig, dass die Haut wirklich trocken wird, damit die schön aufknuspert. Das ist aber sehr, sehr schwierig, wenn wir dann noch viel Fett dran haben und wenn das noch miteinander verbunden ist. Und ich bin so ein Typ, entweder richtig oder gar nicht. Ja? Und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, meinen Schweinebauch so zu servieren, dass wir ihn mit einer weichen Schwarte servieren. Mit einer ganz, ganz cremigen Schwarte, die im Mund wirklich zergeht, die zu dem Menü und zu dem Fleischprodukt auch irgendwie gut passt. Aber wir wollen ja immer eine Kombination.
Kombination aus cremig und crunchig. Und deshalb werden wir diese Haut hier nehmen und werden die hier richtig crunchig machen und machen daraus im Prinzip Schweinepopcorn oder diese Schwartenchips. Und wie das geht, das zeige ich euch am Ende des Videos nochmal ganz ausführlich. Jetzt aber erstmal weiter mit dem Schweinebauch, mit der weichen und soften Kruste. Wir werden den Schweinebauch ein bisschen würzen. Erst Salz dran, dann Rub dran, ist ein großes Stückchen Fleisch. Ja, da dürfen wir auch gern vorher noch mal ein bisschen Salz mit drauf geben. Ihr kennt es ja schon von den Wagyu-Videos, ne? Fett und Salz, dann knallt. Das gilt beim Schweinebauch natürlich auch. Und jetzt kommt da einfach noch eine ordentliche Portion Rub drauf. In unserem Fall nehmen wir den Rub, den wir bei uns immer für Schwein verwenden. Das ist so eine Art Magic Dust Mischung. Wir haben auch hier wieder drin Pfeffer und Salz, wir haben Zwiebelpulver, wir haben Knoblauchpulver, wir haben Paprikapulver, wir haben Kumin mit dabei, ein bisschen Senfkörner geschrotet und ein klein wenig Chili und natürlich Zucker. Und ja, daraus ist unser Schweinerub gemacht. Eigentlich eine klassische Magic Dust Mischung, aber ich weiß gar nicht mehr, ob man das heutzutage überhaupt noch so nennen darf. Da gab es ein paar Rechtsstreite rund um das Thema Magic. Ordentlich Kruste dran und am allerbesten ist es, Kruste dran sage ich schon, ordentlich Rub dran. Und am allerbesten ist es jetzt natürlich, wenn man den nochmal für ein paar Stunden ruhen lässt, so dass das Salz einfach arbeiten kann. Das Salz geht ein bisschen ins Fleisch hinein und wir wollen den nicht durchpökeln oder sowas. Ist auch kein Pökelsalz, ist ganz normales Salz. Mich wichtig ist nur, dass er einfach von Grund auf schon mal ein bisschen gesalzen ist, bevor er auf den Grill wandert. Auf den Grill wandern ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir machen den im Rauch. Normalerweise grille ich auch alle meine Gerichte mit meinem Offset-Smoker. Wir nehmen jetzt heute der Einfachheit halber mal so einen Pellet-Grill. Auch der produziert guten Rauch, aber dann muss ich nicht die ganze Zeit danach schauen und Holz nachlegen. Wir nehmen den, wir legen den auf. Wir werden den ungefähr 2,5 bis 3 Stunden lang im Rauch haben, dass der eine schöne Farbe, eine schöne Kruste kriegt. Danach werden wir ihn klassisch mit Texas-Krücke dämpfen. Und dann kommt der erste und der wichtige Trick, wenn es um diese Schwarte geht, die wir hier nachher im Schweinebauch haben. So, der Grill ist vorgeheizt. Wir fahren so 130 Grad. Das werden wir so 2, 2,5 Stunden lang machen, bis wir eine schöne Kruste haben, bis er von außen eine tolle Farbe gekriegt hat. Wie gesagt, wir verbrennen echte Holzpellets. In dem Fall hier sind es Mesquite-Pellets, also schon ein sehr, sehr kräftiges Raucharoma, was wir mit dabei haben. Und einfach mittig rein. Ich lege die Schwarte nach oben. Es kommt schon ein bisschen mehr mehr Energie von unten bei dem Grill heran. Und deshalb die Schwarte nach oben. Aber man kann auch gerne mal wenden. Wir wollen nicht, dass die zu stark austrocknet. Ja? Was wir damit machen, das zeige ich euch gleich, wenn wir die erste Phase überstanden haben. Und jetzt schauen wir uns das Thema Schwarte noch mal ganz genau an. Der Schweinebauch, der liegt jetzt draußen auf dem Grill, kriegt Aroma, Farbe, Kruste, Rauch kommt an den Schweinebauch dran. Nachher nehmen wir ihn und legen ihn in die Wanne auf der Haut, dämpfen ihn dann auf der Haut. Dabei wird die Haut sehr, sehr weich. Man kann die einfach mitessen. Ja? Das, was mich oft stört an einem Schweinebraten oder einem Schweinebauch mit einer aufgepoppten Kruste, ist, dass die Kruste eben einfach nicht gut essbar ist. Dass die viel zu viele noch wirklich feste Bestandteile hat. Und dann gehe ich lieber den Weg und mache die Kruste oder beziehungsweise die Schwarte richtig, richtig weich. Jetzt wollen wir uns darum kümmern, wie das geht mit dem richtigen Aufpoppen, dass es richtig groß und crunchy wird. Und das zeige ich euch im nächsten Schritt. Ich habe jetzt hier die Haut. An der Haut hängt natürlich noch einiges an Fett dran. Die ist noch roh. Auch die müssen wir erstmal weich machen, so dass das Kollagen kaputt geht. Und dafür nehmen wir die Haut und legen die einfach in Kombidämpfer bei 100 Grad, lassen die dafür so 3, 3,5 Stunden drin liegen, bis die fast schon zerfällt. Wer keinen Dämpfer hat, kann das Ganze natürlich auch zu Hause mit einem leicht salzigen Wasser auf dem Herd bewerkstelligen. Da muss man nur aufpassen, dass man ihn dann vorsichtig rausnimmt, weil der wird halt so weich, dass er sonst beim Rausnehmen eben auch zerfällt. Ist nicht so schlimm. Wir brauchen eh keine DIN A4 Seiten, weil die werden dann riesengroß, ja? Sondern man braucht eigentlich eher ein paar kleine Stückchen, aber es lässt sich schöner verarbeiten und sieht ein bisschen besser aus, wenn man die eben noch zusammenbehält. Wenn das dann richtig weich geworden ist, dann haben wir das Fett hier oben drauf ganz leicht aufsitzen. Das kann man dann mit dem Messer einfach runterschaben, bis wir wirklich nur noch bei der puren Haut angekommen sind. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, und das ist, glaube ich, auch der Trick, wieso es niemals funktionieren kann, den perfekt aufgepoppten Schweinebauch mit dem Fleisch noch dran zu bekommen. Es muss trocken werden, und zwar richtig furztrocken. Ich habe hier mal so ein Stückchen vorbereitet, da hört mal, das ist richtig, richtig hart. Oh, das bricht sogar schon komplett auseinander. Und das ist jetzt die pure Schwarte, nachdem ich sie getrocknet habe.
Getrocknet wurde die im Ofen bei 50 Grad. Ja, man zieht noch ein bisschen die Luftfeuchtigkeit raus. Wenn ihr zu Hause mit dem Haushaltsofen arbeitet, dann legt einfach die Schwarte auf das Gitter hinauf und lasst den Ofen bei so 50 Grad laufen. Macht die Tür leicht auf, dass die Luftfeuchtigkeit raus kann. Dann geht das auch zu Hause, wer einen Dörrautomaten besitzt, noch viel besser. Dann geht es noch mal ein bisschen einfacher. Mufft und stinkt ein bisschen nach Schwein, aber es muss richtig trocken sein, das ist wichtig. Das dauert seine Zeit, das dauert gerne auch mal 12 Stunden, je nachdem, welche Temperatur man dann wirklich hat. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie man das zeitlich sinnvoll bewerkstelligen kann, dann ist es eigentlich gar nicht so dramatisch, weil ihr wollt ja sowieso, dass der Rub und die Salze eine Nacht lang mit dem Fleisch irgendwie arbeiten können. Also hole ich mir meinen Schweinebauch, macht die Schwarte davon ab, würze den Schweinebauch, legt den zurück in den Kühlschrank, am nächsten Tag wird gegrillt, dann habe ich wunderbar Zeit, die Schwarte ordentlich auszukochen und dann eben über Nacht vernünftig trocknen zu lassen und kann sie am nächsten Tag aufpoppen lassen und dann beides miteinander kombinieren. Jetzt legen wir die Schwarte in unsere Wanne und dann kommt die in den Kombidämpfer und da haben wir dann so 3-3,5 Stunden bei 100 Grad Volldampf. So, wir hatten jetzt so für 3,5-4 Stunden 130 Grad anliegen. Wir haben schon eine ganz ordentliche Kruste bekommen. Die Schwarte ist aber immer noch fest. Ja? Das ist auch noch nicht weich geworden. Wir sind jetzt bei einer Kerntemperatur von so 65-70 Grad. Und jetzt wandert der Bauch in die Texas-Krücke und ganz oft wird bei Brisket gefragt, Fat Cap down, Fat Cap up. Ja? Und bei diesem Bauch würde ich jetzt definitiv sagen, Fat Cap down. Das bedeutet, wir legen die Kruste nach unten in die Wanne rein. Der Saft, der jetzt aus dem Bauch herauskommt, der Fleischsaft, der bei der Texas-Krücke entstehen wird, der wird dann die Kruste unten richtig schön weich machen, sodass wir die einfach mitessen können. Die ist nicht klaglich, die hat einen richtig geilen Geschmack, die hat diese schöne Süße, dieses Bappige vom Kollagen und deshalb bin ich großer Freund davon, den Bauch auf der Hautseite zu dämpfen. Ja. Auch hier gehe ich her und mache ein kleines bisschen Butcher Paper dazwischen. Einfach nur, damit das Schweinefleisch zusammen mit dem Salz unsere Alufolie nicht berührt. Und dann kommt noch mal eine Schicht Alufolie oben drauf. Zusätzliches Wasser brauchen wir nicht dazu zu geben. Wir machen das Ganze schön langsam und entspannt weiter bei 130 Grad. Und da wird das Wasser nicht verdampfen. Da haben wir genug, um die Schwarte weich zu dämpfen. So, schön abgeknickt, Deckel zu, 2,5 Stunden. Unser Ziel ist jetzt eine Kerntemperatur von so 90 bis 92 Grad. Wir wollen, dass der Bauch noch schneidbar ist, aber wirklich gebrochen und weich ist. Die Konsistenz soll nachher so sein, wie viele Leute es mit dem Sous-Vide immer probieren hinzubekommen. Wir machen das im Grill. Das Ziel ist 92 Grad und das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. So, jetzt sind die Schwarten aus dem Dämpfer gekommen und ich zeige euch das einfach mal. So schaut das jetzt aus. Ist ganz weich geworden. Wenn ich jetzt mit dem Finger zudrücke, habe ich direkt ein Loch in der Schwarte drin. Legt die einmal vorsichtig hin. Achte, dass was tropft, ist das ganze Fett. Jetzt nehme ich mir ein langes, dünnes Messer und gehe einmal auf das Fett drauf und trenne das weiche, schwabbelige Fett von unserer reinen Haut. Möglichst das ganze Fett mit runternehmen. Weil da, wo das Fett ist, da wird es nicht richtig knusprig später. Man kann auch mit dem Messer noch hergehen und dann kann man das so ganz vorsichtig abschaben. Da muss man aber wirklich bei aufpassen. Wenn ich ein bisschen zu dolle schabe, dann bin ich sofort durch. Dann reißt die Schwarte kaputt. Deshalb ganz vorsichtig möglichst das ganze Fett runterschaben. Ist nicht ganz so einfach, weil es ist wirklich wie ein halbgares Ei auseinanderschneiden. Ne? Pure Fett machen wir auf die Seite. Soll uns jetzt auch erstmal reichen. Und das wandert dann jetzt zum Trocknen, entweder in den Haushaltsofen, in den Dörrautomaten oder hier, wie bei uns in dem Falle jetzt, in den Kombidämpfer bei 50 Grad und es bleibt da über Nacht drin. Und wir gucken, dass die Feuchtigkeit irgendwo hin kann und dann wird das Ganze sehr, sehr hart und sehr, sehr trocken. So, natürlich haben wir das Setup jetzt hier nicht 12 Stunden stehen lassen, sondern ich habe einfach gestern schon mal Schwarte vorbereitet. Und so sieht das dann aus, wenn die aus dem Trocknungsautomaten kommt. Ja, dann hat man manchmal noch hier so kleine Fettreste dran, aber wenn ihr das seht, ne, das ist wirklich ganz hart, das fühlt sich fast an wie Plastik, lässt sich auch kaum noch biegen. Das ist jetzt die pure, trockene Schweinehaut und
Das Fett sollte man, wenn so kleine Ecken dran sind, sollte man es schon noch ein bisschen abpulen, weil da, wo Fett ist, da wird es nicht super gut aufpoppen. Und wenn es dann wirklich fertig ist, dann haben wir hier, wenn es abgetrocknet ist, so richtig schöne, harte Teile. Und die schmeißen wir jetzt ins Öl. Und was dann passiert, das ist die wahre Magie. Und das ist der Weg, wie man zu einem richtig krossen Schweinebaucherlebnis kommt. So, und jetzt legen wir einfach mal los. Wir nehmen die Kamera aus dem Stativ raus und frittieren direkt das erste Stückchen. Das Öl ist schon ordentlich heiß. Wir sind bei einer Temperatur angekommen von, naja, 150, 60, von knapp über 180 Grad. Können wir da ein bisschen runterdrehen. Und ich nehme einfach mal so ein erstes kleines Stückchen, halte das mit der Pinzette fest und wir geben das direkt ins Öl rein. Und dann sieht man auch schon, das dauert gar nicht lange, so 4, 5, vielleicht auch mal 10 Sekunden. Ja, und dann stehen die kleinen Blasen und jetzt ist der Unterschied ganz deutlich zu erkennen. Das Ding poppt einmal komplett durch, ja, und macht so ein riesengroßes Volumen. Und dadurch ist das ganze Stückchen knusprig und crunchig und essbar. Und wir haben keine total harten Stücke mehr dabei. Wenn es aufhört zu blubbern oder wenn es blubbern weniger wird, dann kann man es wieder rausnehmen. Und schwuppsiwupps haben wir selbstgemachtes Schweineschwarten-Popcorn. Ganz luftig, ganz leicht und das können wir dann schön als Crunch über unseren Schweinebauch drüber geben. Ich mache noch mal ein bisschen größere Stückchen und lass einfach mal ein bisschen Öl drüber laufen. Dann sieht man den Effekt vielleicht auch noch mal schöner. Ne? Wenn wir einfach hier oben anfangen und jetzt das heiße Öl da drüber laufen lassen, dann wird es gleich anfangen, richtig schön aufzupoppen. Man sieht, wie sich das Volumen, ich würde verdreifacht, vervier, verfünffacht vielleicht. Jetzt hat er sich ein bisschen eingekringelt, aber ist nicht so schlimm. Ich finde, es sieht trotzdem super aus. Das ist halt eine riesige Matscherei. Ne? Das ist jetzt wirklich nur für die Show, muss man mal dazu sagen, dass ich das so mache. Ansonsten ist es besser, man nimmt das einfach und schmeißt das da rein. Hört mal. Jetzt machen wir noch mal einen, der richtig groß ist. Der Topf ist ein bisschen klein, es könnte eine blöde Idee sein, aber let's go. Schön nach unten gedrückt und dann einfach nur noch runtergezählt. 3 Sekunden wird es noch dauern. 1, 2 oder auch nicht. Da kommt er. So Leute, das ist eine gepoppte Schweineschwarte, so wie ich sie mir wünsche und daraus machen wir jetzt den Crunch für unseren Schweinebauch. So, wir haben jetzt auf dem Grill eine Kerntemperatur erreicht gehabt von 92 Grad. Danach habe ich den Grill ausgemacht. Mittlerweile ist die Kerntemperatur wahrscheinlich hochgegangen auf so 95, 96 Grad. Wir machen einfach die Alufolie runter. Wir nehmen unser Papier runter und schauen uns das Ganze mal an. Und jetzt kommt der Punkt, können wir ihn noch schneiden oder können wir ihn nicht mehr schneiden? Eigentlich will ich ja, dass wir ihn gerade noch so schneiden können. Wir wollen den Punkt kurz vorm Pulled Pork erreichen, damit er richtig schön und weich ist. Das ist der Grund, warum viele Leute so einen Schweinebauch in Sous-Vide-Becken baden. Ja? Wir haben das aber so probiert, messen noch mal kurz die Temperatur. Ja, sticht sich schon ganz gut. Sieht so aus, als ob es nicht voll auseinanderfällt und wiggelt vor sich hin. Und wir sind bei ziemlich genau 95 Grad angekommen. Ja, sehr schön. Holen den da mal raus. Ich habe ja noch so einen längeren Spachtel. Ja. Kann man schön über die ganze Fläche stützen. Ich lege ihn auch wieder auf die Schwarte. Weil unter der Schwarte ist natürlich eine Fettschicht, die hat auch viel Energie abbekommen. Und dadurch sitzt die Schwarte jetzt nur noch sehr locker drauf. Ich zeige es euch einfach mal. Ja. Wenn ihr hier schaut, die Schwarte hat noch Substanz, aber es ist ganz weich geworden. Es ist im Prinzip so weich wie die Schwarte, die wir aus dem Ofen geholt haben. Nur hier sitzt sie eben noch dran. Das Wasser ist aber immer noch drin, deshalb können wir die hier jetzt nicht vernünftig aufpoppen. Ich schneide einfach mal 2, 3 Tranchen ab und dann gucken wir uns noch mal die Konsistenz im Bauch drin an. Gerade wenn man in der Länge nach halbiert, macht das, oh, wunderbar, lässt sich gerade noch so schneiden, macht das schon Sinn. Schaut einfach mal rein. Wir haben so einen ganz leichten Smoke Ring, sieht ganz leicht rötlich aus von außen. Das Fett ist sehr, sehr weich. Ja, hier, man sieht es, der
Schwarte fällt schon runter. Noch besser geht es zu schneiden, wenn wir ihn wieder umdrehen. Wirklich vorsichtig schneiden, gut stützen und am Ende einmal durch die Schwarte durchdrücken. Jetzt schneiden wir noch mal ganz vorsichtig von oben durch. Am Ende drücken wir uns nur einmal durch die Schwarte durch, sodass sie im Prinzip noch mit dran bleibt. Die ist im Prinzip weich geworden, ne? Und wir sehen wirklich, dass das Fett ganz, ganz weich geworden ist. Wir können es einfach mit den Fingern durchdrücken. Das Fleisch ist weich geworden. Wir können es auseinanderziehen. Ja, es hat aber noch so viel Stand, dass wir es noch vernünftig schneiden können und noch servieren können. Ich liebe dieses Zeug. Allerdings fehlt natürlich jetzt so ein bisschen der Crunch. Ja, und die Geschichte, die ist jetzt wirklich ganz einfach. Wir nehmen unsere Stückchen. Wir legen die hier vorne hin. Entweder wir haben unsere fertig gemachten kleinen Schwarten-Chips, die wir hier oben einfach mit drauflegen können. Oder aber wir nehmen die große Schwarte, schneiden die mit dem Messer so ein bisschen runter. Hört ihr, wie die Schwarte kracht? Und haben dann hier unser wunderbares, crunchiges Topping für unseren Schweinebauch. Ich nehme die kleinen mal wieder runter, die snacken wir einfach so weg. Ja. Und dann kann man so ein schönes Bett aus dem Crunch da oben mit drauflegen. Wenn wir das Ganze jetzt noch mit einer Soße und einer geilen Beilage kombinieren, wow, da fliegen wir wirklich bei weg. Super zarter Schweinebauch, zarter als Sous Vide, ultra geschmackvoll mit einer richtig geilen Kruste. Das ist mein Gericht für dieses Jahr für unsere Außerhausgeschichten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und steht auch so auf den Crunch wie ich. Wir lassen uns das Ganze hier jetzt einfach mal schmecken. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns wieder mit spannenden Rezepten rund ums Thema Fleisch und Barbecue.